Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Pixelmon Mod Minecraft. Wir haben ja schon sehr viel entdeckt. Und wir haben schon ein Fossil gefunden und so weiter. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich noch gerne machen möchte. Ich möchte gerne noch mit anderen Leuten spielen. Das heißt, ich würde gerne einen hier auf meinen Server einladen natürlich. Da muss ich mal gucken, ob vielleicht Kai Bock hat. Oder, naja, mal gucken, weil wir haben ja auch noch irgendwo eine Tauschmaschine irgendwo in der Kiste drin. Ich glaube hier hinten. Da, Trade Machine. Das müssen wir natürlich unser Haus auch erstmal aufhübschen wieder und ein bisschen erweitern. Aber das wäre ja kein Ding. Das nächste, was ich machen möchte, ist ein legendäres Pokémon zu finden und zu fangen. Ist natürlich jetzt keine einfache Aufgabe, aber das würde ich jetzt gerne in dieser Session machen. Das heißt, wir haben eine Stunde Zeit. Wir nehmen eine Stunde auf. Drei Folgen. Ich habe ein paar Pokébälle gemacht. Ich habe einen Ultraball, fünf Ultrabälle, zwei Levelbälle, drei schnelle Bälle, sechs Heilbälle und vier Pokébälle. Die Heilbälle habe ich nur gemacht, weil ich noch Aprikos übrig hatte. Und nichts anderes, besseres mehr bauen konnte. So, jetzt muss ich mal eben schnell natürlich wieder in die Controls rein. Nächstes, Button 4 und Button 5. So coole Maus-Buttons jetzt. Klick, klick, klick. Die nutze ich auch direkt. Zack, auf Charizard drauf. Und wir suchen mal nach irgendwas Legendärem. Ja, was ihr vielleicht auch noch seht, ist, dass ich die Shader einfach mal installiert habe. Huch. Mal gucken, wie gut das so läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann mache ich sie halt wieder raus. Hier gegen könnten wir eigentlich direkt mal kämpfen. Sieh da. Oder das Fangen. Am besten Fangen. Ghastly. Hypnose. Mist. Ja, komm, versuch nochmal. Bevor du drauf gehst. Ah, nicht funktioniert. Okay. Versuchen wir mal Raichu. Gib mal einen schnellen Thunder Wave ab. Bringt auch nichts, okay. Dann Blastoise. Okay. Da ist erneut Pixelmon abgeschissen. Fängt ja gut an hier. Starten wir das Ganze halt nochmal. Mal gucken, ob es nochmal funktioniert. Sonst muss ich mich erstmal wieder damit auseinandersetzen. Ich hasse das. Das ist mir schon mal passiert. Und dann muss ich wirklich Minecraft komplett runterlöschen und alles wieder neu machen. Minecraft installieren, Forge installieren, Pixelmon und bla und alle anderen Mods und boah. Echt schlimm. So, in 3, 2, 1, klack. Da sind wir wieder in Minecraft. Wir starten die Welt einfach mal neu. Und wenn wir sie reinladen. Dauert natürlich immer wieder ein bisschen zum Laden. Da sind wir. Oh, wir sind hier rausgekommen. Das ist doch schon mal nett. Dass er wenigstens hier gespeichert hat. Und er hat meine Tastenkombination auch gespeichert. Gut, dann fliegen wir erstmal weiter. Gucken wir mal, ob wir ein legendäres finden können. Was wollte ich erzählen? Ja, ich habe in den Configs nochmal ein bisschen was eingestellt. Zum Beispiel, was war das noch? Ich habe ein bisschen mehr Poké-Loot-Kisten angemacht. Aber das ist mehr Kisten spawnen. Ich habe Entschuldigung. Ich versuche das immer ein bisschen zu verhindern. Auf jeden Fall habe ich was meinte ich jetzt noch? Ich habe die Trainerrate ein bisschen erhöht. Und ich habe auch die ich hoffe, ich habe die legendären Rate auch ein bisschen verändert, ein bisschen erhöht.
Nicht zu extrem natürlich. Nur ein bisschen. Aber es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt auch welche finden. Deswegen habe ich das gemacht. Einfach weil ich jetzt welche finden möchte. Weil ich sonst nicht, ehrlich gesagt, nicht weiß, was wir in dieser Folge hätten machen können. Da ist ein Trainer. Dem stellen wir uns doch einfach mal. Hier sind mehrere Trainer. Ist doch schon mal gut. Das ist ein Mashok. War ich überhaupt schon mal? Das sieht so aus, als wäre ich noch nie gewesen. Oh, ein Shiny. Beziehungsweise ein Boss. Ich glaube, dem widmen wir uns zuerst. Es ist ein Boss, ja. Zack, es greift mich schon an. Level 50. Und da stürzt, glaube ich, Minecraft wieder ab. Gut, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich hau die Folge jetzt erstmal raus. Und dann, ja. Muss ich mal gucken, was ich jetzt wieder gemacht habe. Vielleicht liegt es an den Shadern. Ich kann die Shader ja mal rausnehmen, mal gucken. Nehmen wir die Shader mal raus. Shader-Mod raus, so. Starten wir Minecraft nochmal. Ich hoffe, dass das Boss-Pokémon ist noch da, aber ich vermute eher nicht. Ich glaube, die despawnen nach jedem Neuladen der Welt. Neuladen der Welt. Drei, zwei, eins, tack. Da sind wir wieder in Minecraft drin. Also noch nicht ganz, aber fast. Vielleicht kommt der Shader einfach nicht mit dieser rotierenden Kamera klar. Ja, natürlich, das ist natürlich despawned. Schade, aber hier waren, ich wollte gerade sagen, hier spawnen doch gerade viele Trainer. Kümmern wir uns doch um Trainer, oder sehe ich hier das Digimon zufällig noch irgendwo rumlaufen? Dann kümmern wir uns erstmal ein bisschen um Trainer. Level 28, sollten wir schaffen. Ah, es funktioniert. Liegt also an den Shadern. Okidoki. Was hat er denn rausgenommen? Ein Farfetched. Was ist ein Farfetched? Ach so. Ah, wir kriegen auch wieder neue Achievements, natürlich. Macht Sinn. Das war's? Langweilig. Hier waren noch mehr Trainer. Das ist auch ein Miltang. Mehrere Miltang. Taubsi, hier spawnt gerade alles Mögliche. Hatten wir schon mal so viele Sachen, die gespawnt sind? Oh, ein Vulpix. Schön. Ich nehme mal das Ding hier mit. Das ist, glaube ich, ein Teil von einem Donnerstein, oder? Alles klar, ein Teil von einem Donnerstein. Pitgeon. Pitgeon. Bewegen uns noch ein bisschen zu Fuß, dann haben die Legendären vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Spawnen. Ich hoffe natürlich, dass ich die Rate erhöht habe und nicht verringert habe. Denn ich kenne mich, oh, damit eigentlich nicht so gut aus. Komm her. Tauschen wir das Pokémon auf Carados. Tackle. Kann man nutzen. Back Pokéballs. Werfen wir mal Pokéball. Wie gesagt, ich versuche da mit dem, wenn ich huste, ein bisschen wegzugehen. Ich habe mir irgendwas wieder eingefangen. Oh. Ja, dann noch mehr draufhauen. Oh, gerade das ist kaputt.
Blastoisch. 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 Tackle. Hat ihn nicht ganz zerstört, das ist schon mal gut. Dann versuchen wir nochmal einen Pokéball. Das Gute an Blastoise ist, dass es sehr groß ist und dass halt dadurch die Kamerarotation, beziehungsweise die Kameraabstand, auch höher ist. Er ist schon wieder ausgebrochen. Dann nehmen wir mal einen Ultraball. Also, dass wir auch mehr sehen von dem Pokémon eventuell, wenn es sich dreht. Und da hören wir schon wieder die Musik. Oh. Schon wieder ausgebrochen. The fuck? Ich kann nicht nochmal Tickle machen. Ist ja kaputt. Aerodactyl einsetzen bringt auch nichts. Heilball. Kommt von denen Nummer 6. Oh, das kann auch nicht sein. Huch. Jetzt habe ich aus Versehen den Minecraft-Launcher, den normalen Launcher gestartet nebenbei. Fastball ist jetzt nicht mehr so effektiv, ne? Komm, versuchen wir nochmal einen Hierball. 1. 2. Dritte kann ich nicht sehen. Ach. Eins. Zwei. Fuck. Kann auch nicht sein. Ich verschwende hier meine Bälle. Ein bisschen. Na komm, weißt du was? Vergiss es. Tschüss. Haben wir jetzt ehrlich gesagt zu lange gedauert. A Legendary is born. Ist das wieder Rayquaza? Lerand. Greift mich das so an, oder? Level 70, ne? Wie kann ich das denn anhitten? Ich kann ja kaum meinen, da irgendeinen Ball drauf werfen. Ist doch scheiße. Warum spawnt den Rayquaza? Kann hier nichts anderes spawnen? Dann fliegen wir in ein anderes Gebiet. So, ready ist. Jetzt spawnt hier was anderes. Stöcker haben wir dabei. Nehmen wir eben zwei Kohle mit. Zwei Stöcker, zwei Kohle. Ach, wir haben noch genug Fackeln. Tete. Weil es jetzt gleich wieder dunkel wird. Oh, ein Pummeluff. Hab auch noch gar nicht gesehen. Jigglypuff. Kann das sein, dass irgendwie mehr Pokémon spawnen? Obwohl ich daran nichts geändert habe. Extreme Hills sind wir jetzt gerade. Hey. Vielleicht gehen wir mal. Guck mal, das ist ein Kanimani oder ein, die Weiterentwicklung. Das ist noch ein Shiggy. Hypno. Das ist gerade mit einem Blinkwing. Blindingens. Fetzt. Hier ist ein Schneegebiet. Ich hab's aber nicht so gerne im Schnee. Deswegen. Fliege ich hier einfach mal drüber weg. Und dann landen wir hier gleich im Dschungel. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd.
Ist ja die offene See oder was? Kann nicht sein. Warum? Ich hasse die offene See. Nein. Sind da relativ schnell unter Wasser. Blastoise. Mein Gott. Hier ein bisschen größer, dann können wir hier raus. Hab. Night Vision. Woher? Woher habe ich denn jetzt Night Vision? Und unendlich vor allem hier. Oh. Hä? War ich gerade noch ein Trainer? Kevin, Level 5, ja. Nee. Irgendwo Pokémon hohen Levels. 32. Ich würde gerne Aerodactyl mal ein bisschen hochpushen. Slow. Oh, wir sind am Schlafen. Das ist natürlich scheiße. Schlafen, schlafen, schlafen. Hupala, das habe ich vorher benutzt. Ja, wollte ich auch nicht. Level 3, Level 4, Level 5, 6, 7, 8, 9. Raw, ne. 10, 11, 12, 13. Nice. Schon mal Level 13. Schon mal nicht so schlecht. Night Vision kommt uns auch eigentlich gerade richtig gelegen, muss ich sagen. Ist ja nämlich hier nicht so dunkel in der Nacht. Oh, guck mal.